Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Denk, Oliver Denk. Und in dieser Woche gab es eine Nachricht von Tesla, und zwar, dass die Wartungspläne oder die jährlichen Serviceintervalle abgeschafft werden. Das, finde ich, ist eine sehr gute Nachricht. Und es gibt aber trotzdem verschiedene Sichtweisen darauf. Denn ich habe dazu noch einen Artikel gelesen, da komme ich dann später nochmal dazu, der beschäftigt sich schon eher wieder negativ damit. Aber ich sehe das trotzdem eher von der positiven Seite, und auf die will ich auch erstmal weiter eingehen. Denn Tesla hat ja bisher seine Wartungspläne mit auf der Homepage veröffentlicht. Dort wurde immer angegeben, für das Model S X aller 20.000 Kilometer die kleine Wartung, aller 40.000 oder dann die darauffolgenden 20.000 Kilometer, bei 40.000 Kilometern eben die große Wartung, dann bei 60 die kleine und so weiter und so weiter. Beim neuen Model 3 war das schon nicht mehr so, da habe ich schon gesehen, wurde es angepasst auf nur noch aller 40.000 Kilometer die große Wartung, also die kleinen Wartungen sind da schon weggefallen. Und jetzt kam nun eben die Meldung, dass die kompletten Wartungspläne sowie Serviceintervalle wegfallen. Das war zuerst in den USA so, dass auf der Homepage die Wartungspläne dann rausgenommen wurden und es wurden nur noch Empfehlungen gegeben. Und jetzt ist es auch auf der deutschen Homepage so geschehen. Man findet dort keine Intervalle mehr von den Wartungsplänen her, sondern nur noch Empfehlungen, wann man zum Beispiel die Bremsflüssigkeit wechseln sollte oder nach deren Befinden schauen sollte. Und dahingehend bin ich der Meinung, reicht es auch vollkommen aus, wenn man eben kurz vorm TÜV mit seinem Tesla mal noch zum Service fährt, beziehungsweise alles durchschauen lässt. Man kann das natürlich auch von einer freien Werkstatt mitmachen lassen, teilweise. Die Fahrwerksgeschichten, das kann jede Werkstatt mitmachen. Bremsen, das ist kein Hexenwerk auf jeden Fall. Und damit hält Elon auch sein Versprechen ein. Er hatte ja mal gesagt, dass die Service Center keine Profitcenter sein sollen. Und ich denke mal, es war auch größtenteils so, dass die meisten Tesla-Fahrer diese kleinen Wartungen sowieso nicht in Anspruch genommen haben. Und spätestens die große Wartung, wenn es denn soweit war, kilometertechnisch. Mein Fahrzeug hier hat selbst auch gerade mal zwei Wartungen bei Tesla hinter sich, hat jetzt 118.000 Kilometer schon auf dem Buckel und ohne Probleme an sich. Also dahingehend wird wirklich nur das Nötigste gemacht, was zu machen ist, und das ist eben auch nicht sehr viel. Und was gibt es dazu noch zu sagen? Das zeigt natürlich auch, dass die Elektroautos wirklich wartungsärmer sind. Die Autos bei Tesla gerade auch werden ja auch dahingehend immer weiter verbessert. Es gab schon dazu die Nachrichten, dass Tesla immer weiter daran feilt, die Autos so wartungsarm und gut wie möglich hinzubekommen. Und die haben in letzter Zeit auch weiterhin dafür Patente angemeldet. Und der Ausbau des mobilen Service geht ja auch weiter. Das heißt also, dass immer mehr dahin verlagert wird, dass jemand zu dir vor Ort kommt und die Kleinigkeiten eben dann direkt am Auto vor Ort mitmacht, während du auf Arbeit bist, und du musst keine Zeit investieren in längere Besuche im Service Center und solche Geschichten. Dahingehend auf jeden Fall sehr positive Entwicklung. Ein weiterer positiver Faktor, der sich daraus ergibt, ist natürlich, dass Druck aufgebaut wird auf die anderen Hersteller. Denn wer will sich denn schon ein Elektroauto kaufen, was meinetwegen aller 20.000 oder 40.000 Kilometer zur Wartung muss, um seine Garantie zu behalten, je nachdem, wie das die Hersteller dann handhaben. Und bei Tesla hat man das eben nicht. Und egal, wie man da eine Wartung macht oder nicht, man behält seine Garantie auf den Wagen. Wer will sich das denn am Ende dann antun? Und deswegen werden die anderen früher oder später dann auch mit nachziehen. Dahingehend gibt es natürlich auch negative Stimmen, und dazu muss ich oder will ich auch hier an dieser Stelle etwas aus dem Tesla Mac mit zitieren. Da gab es diese Woche nämlich dann den Artikel dazu: Teslas Verzicht auf Serviceintervalle stößt auf Kritik. Den Link dazu schreibe ich natürlich unten nochmal in die Beschreibung mit rein. Und da heißt es zum Beispiel, der deutsche
Bundesinnungsmeister und Vizepräsident des Zentralverbandes Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe ZDK, Wilhelm Hülstonk, sagte der Automobilwoche, wenn man die Verkehrssicherheit erhalten will, ist auch bei einem Elektroauto die regelmäßige Wartung unverzichtbar. Unter anderem für Bremsen, Räder, Reifenbeleuchtung und weiteres. Auch die Kühlmittel für elektronische Komponenten und Innenraumfilter müssen regelmäßig erneuert werden. Natürlich, das ist ganz klar. Tesla gibt dahingehend seine Empfehlungen, bei 2 Jahren zum Beispiel die Bremsflüssigkeit mal mit nachzuschauen und solche Geschichten. Das bleibt ja trotzdem nicht aus. Ist eigentlich dahingehend auch mit abgesichert. Ansonsten die Sicherheit der Autos ist sowieso mitgegeben durch unseren TÜV hier in Deutschland. Das ist also totaler Quatsch, was da hier gesagt wird. Es geht aber noch weiter und es wird noch besser. Stefan Reintl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft, IFA, sieht Teslas Vorgehen bei der Wartung ebenfalls kritisch. Der US-Hersteller verzichtet da auf eine Wertschöpfungsmöglichkeit, sagte er. Die Wartungskosten für Elektroautos sind niedriger als die von Benzin- und Diesel-Pkw. Bisher hat Tesla vorbezahlte Serviceverträge verkauft und damit zusätzliche Einnahmen generiert. Diese fallen nun weg. Die Frage ist, warum macht Tesla das? So Reintl. Er glaubt, dass der Elektrobauer mit dem Schritt das Fehlen eines flächendeckenden Servicenetzes ausgleichen, möglicherweise auch die Kunden beruhigen will. Es stelle sich aber die Frage, was mache ich mit dem Kunden, der ein Servicenetz benötigt, weil etwas kaputt ist oder weil sie einen Unfall hatten? Ja, nun, klar, das Service Center wird auch weiterhin ausgebaut werden. Leipzig soll ja noch hinzukommen dieses Jahr. Und wenn man einen Unfall hatte, gibt es noch die zertifizierten Bodyshops. Dahingehend ist sicher immer noch Luft nach oben bei den Tesla Service Centern. Darin oder daran wird auch gefeilt, natürlich. Aber trotzdem, ja, wie schon eingangs gesagt, die Service Center sollen keine Profit Center sein. Und ja, der Mann hat es eben noch nicht verstanden, wohin die Reise geht, dass eben das Elektroauto so vollkommen wartungsfrei gebaut werden wird in Zukunft, dass da wirklich nichts groß stattfindet und sich jeder wirklich dann ein Auto leisten kann. Die Preise für die Autos werden weiterhin sinken, so wie es Horst Lüning in seinen Videos ja auch schon mal mit gesagt hat. Der nächste Schritt dahingehend wäre zum Beispiel auch, verschleißfreiere Bremsen zu bauen. Das wird Tesla sicherlich auch mal mit in Angriff nehmen. Ich glaube, Continental hatte da schon was in der Entwicklung. Das sind halt so Sachen, damit die eben einem dann auch nicht wegfaulen bei Nichtbenutzung und solche Geschichten. Das ist halt beim Rekuperieren, braucht man ja dann weniger die Bremsen. Die Tesla-Fahrer oder anderen Elektroautofahrer werden wissen, wovon ich rede. Und dahingehend bin ich gespannt, was die Zukunft noch so bringt. Und was auch die Erfahrungen mit dem Service Center von Tesla direkt angeht, habe ich mir Gedanken gemacht, gab es auch zuletzt eine Diskussion bei uns in den WhatsApp-Gruppen und ich habe mir gedacht, dazu eine extra Videoreihe zu machen, bei der ich Tesla-Fahrer interviewe zu ihren Erfahrungen vom Service Center, die Kommunikation, meinetwegen, ja, besondere Sachen, was kaputt ging, solche Geschichten, wie viele Wartungsintervalle. Seid also gespannt, dahingehend kommen demnächst noch einige Videos. Ein paar habe ich jetzt schon abgedreht und ja, wenn du ein Tesla-Fahrer bist, der vielleicht seine Erfahrungen hier mit weitergeben möchte über meinen Kanal, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare oder schreib mir eine persönliche Nachricht. Du findest meine Kontaktdaten auch in dem Kanal-Info hier bei YouTube oder über meine Homepage denkelektrisch.de, dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir machen uns mal einen Interview-Termin aus und dann kannst du deine Erfahrungen mit zum Besten geben. Da will ich auch darauf hinweisen, positiv wie negativ. Also ich will hier nicht alles schönreden, dass alles ganz toll wäre. Ich habe selber schon meine Erfahrungen gemacht in den Service-Centern. Dazu kommt dann auch sicherlich noch ein Video von mir. Und ja, das will ich noch dazu mit gesagt haben. Und das soll es auch von dieser Nachricht der Woche mit gewesen sein. Also es gibt keine Wartungspläne mehr bei Tesla. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Schreib mir natürlich deine Meinung in die Kommentare. Was hältst du davon, dass es jetzt bei Tesla keine Wartungspläne oder keine Wartungsverträge mehr gibt? Ansonsten abonniere natürlich den Kanal, damit du die nachfolgenden Interviews, wie schon angekündigt, nicht verpasst. Und bis zum nächsten Video. Denk elektrisch!